Guten Morgen, ihr Lieben. Liebe Grüße aus der Schweiz. Heute sind wir im Grindelwald zum First Cliff Walk. Die Plattform, die geht 50 Meter über die Felsen hinaus. Und man hat einen tollen Ausblick. Jetzt geht's zur Seilbahn. Seid gespannt. Bis später. So, hier steht unser Fahrzeug. Ihr seht es auf dem Parkplatz. Wir nehmen uns ein reißender Strom. Hoffen wir mal, dass es nicht ansteigt und das Auto mit reißt in den Fluten. Ja, dann auch machen wir ja. Hier gibt es sogar noch die Möglichkeit, mit der Zahnradbahn zu fahren. Geht aber auch in einem anderen Bereich wie im Hoch. Und ja, genau, das ist der höchste Punkt von Europa. Jungfrau, ja. So, ich habe noch mal so eine Zahnradbahn gesehen. Läuft in der Mitte, wie gesagt, ein Zahnrad und da kämpfen sie sich einen Berg hoch. Ne? Sonst würden die ja wegrutschen. Das wäre in der Mitte die Verzahnung, wo der Antrieb reingreift. Ne? So, schaut mal an. Das ist nicht ein geiles Panorama hier. Vielleicht könnt ihr es erkennen, da drüben tut sich jetzt gerade wieder so eine Zahnradbahn den Berg hoch. Quälen. Das ist da oben in die Station. Da kann man mit dem Sessellift hochfahren und mit der Zahnradbahn. Aber wir machen jetzt mal auf die Seite hoch. So, jetzt sind wir an der Bergbahn angekommen. Jetzt werden wir uns hier mal ein Ticket holen und dann geht's hoch. Ja, hier hast du praktisch dann ein Ticketautomat, ne? Und das kostet 68 Schweizer Franken. Hoch und runter, wie man es halt will, kann man entweder eine Fahrt oder zwei Fahrten machen. So, jetzt haben wir das Ticket und jetzt machen wir hier rein. Fahren wir mal auf. Ach, hier ist dann die Kasse, ach so. Noch verschiedene Sachen noch machen. Runter zu dann halt, ne? Was fürs ein Ticket rauf und dann kannst du so. Das ist meine Deutschfraktion. So, jetzt nehmen wir uns hier gleich eine Gondel, ne? Steigen wir ein, ne? Hoffen wir überleben. Hoffen wir überleben, ne? So. Mach rein. Okay. Ich links rechts. Okay. 84 Kilo. Ja. Guck schon ein bisschen ängstlich. Nö, alles gut. So, und die Tür geht automatisch zu, oder wie? Ja. Na, jetzt geht's hoch. Geil, die Aussicht. Ja. Hier ist kurz sogar ein Fenster. Ach, wegen Luft. Einwandfrei. So, ihr seht's. Ich nehme euch mit auf die Reise in der Gondel. So, wir fahren jetzt hier Grindelwald hoch. First Cliff Walk. Herzlich willkommen bei der Firstbahn Top of Adventure. Schön, Sie bei uns zu haben. Die Fahrtzeit nach First dauert 25 Minuten. Genießen Sie die Fahrt. Welcome to the Firstbahn Top of Adventure. Great having you on board. The journey to First takes 25 minutes. Enjoy your journey. 欢迎您来到 First 往返缆车 Firstbahn Top of Adventure 冒险之巅，很高兴和您一起度过的旅程。前往菲斯特的行程耗时25分钟，享受您的旅程吧。Hier ist Firstbahn Top of Adventure에 오신 여러분 대단히 환영합니다. 여러분 와주셔서 매우 기쁩니다. 피드스트로 가는 시간은 25분 소요됩니다. 여행을 즐기십시오. مرحبا بكم في فيرستبان قمة المغامرة. Also ihr habt es gehört, 25 Minuten dauert jetzt die kleine Fahrt da hoch
Bienvenidos a First Band Top of Adventure. Nos alegra volver a contar con ustedes. El tiempo de viaje a First es de 25 minutos. Ganz schön, Disfruten ganz schön tief, del viaje. Schon, ne? Wenn ich über die Straßen, dann sind wir schon bei 30, 40 Meter. Das ist schon. Und ihr seht die schönen Häuser hier alle an den Berg geklatscht. Das sieht richtig schön aus. Und das ist so, ihr seht es von unten aus. Von unten kommen wir und ja, jetzt geht es den Berg hier nach oben. Dann hoffen wir mal, die Seile halten. Ja, geil. Kosten die unterhalten. Ach, das Hilfe, ne? Mann, was ist, guck. Ja. 2168 Meter machen wir hoch. Wie viel? Hm. Oh, mega. Mhm. Eine gute Idee. Besser wie laufen. Laufen will ich das nicht. Kannst du, guck mal her. Ja. Das musst du aber im Herbst machen. Ja. Ah, 4 Stunden läufst du bestimmt. Ja, aber. Du hast ja mein E-Bike mit hochfahren, mit Antrieb. Und das sind halt die Almhüsen hier unten, was ihr seht. Okay, wo dann die Kühe hochgetrieben werden. Ne? Ja. Hier unten überall. Ja. Das sind die Almhüsen. Hm. Ja, jetzt werden wir umgeleitet. Ändert sich ein bisschen die Richtung. Ja. Ein Gewackel. Ja. Oh, Druck. Druck auf die Ohren. Ist ja normal, ne? Hm, na ja. Unten haben wir irgendwo geparkt, im Tal. Ja. Guck mal, da drüben die Zahnräuber, die geht auch bis ganz nah auf. Ist auch cool. Guck mal. Vielleicht kann man die noch machen dann. Da drüben, siehst du? Ja. Die Zahnräuber gibt es nach auf und oben. Wäre auch cool mal, ne? Okay. Wenn man einmal hier ist. Ja, und hier geht halt Wanderweg hoch. Viel Spaß, Jungs und Mädels. Ruhig, ey. Du weißt noch, wie die in der Kampenwand gewackelt hat? War das so schlimm, ha? Ja. Hm, guck, dann hast du hier die Bodenerosion. Siehst du das, wie der Berg drückt da an der Ecke? Mhm. Ja, das kommt dann im Frühjahr, das Schneeschmelze. Und vielleicht kannst du hier sogar mit dem Fahrrad runterfahren, dass es das für eine Strecke ist. Das klappt. Das kann sein, ja.
Und das wird ja alles hier mit dem Hubschrauber im Stand gehalten. Ne? Die Masten, das wurde alles mit dem Hubschrauber gesetzt, weil da hast du gar keine Möglichkeit, hier hochzukommen. Du hast große Lastenhubschrauber, dann werden die Masten aufgestellt. Schau dir mal den Ausblick an. Ich halte alles für euch in Bild und Ton fest. Aber wenn man hier solche Bergaufstiege macht, sollte man immer die entsprechende Kleidung mit haben. Mir ist es schon passiert letztens, ich war mit dem T-Shirt oben, auf einmal kam ein Gewitter und es war so schweinekalt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also packt lieber immer dünne Jacke ein oder dickere. Lieber man hat was mit, als man hat nichts mit, ne? Wie gesagt. Das Wasser, wie so durch den Weg nach unten so schürst du auf. Hörst du's? Geil. Schau mal hier unten, wie das Wasser die Schlucht runterschießt hier. Wie gesagt, kostet man mal 68 Franken, das sind 74 Euro circa, aber man muss es mal gesehen haben, wenn man schon mal hier ist, da kann man das auch mal bezahlen. Dann hast du hier wie einen kleinen Bergsee, Wasserspeicher, da nutzen sie meistens als Trinkwasserspeicher. Nehme ich mal an, oder Brauchwasser halt, oder soll es mal brennen oder irgendwas, hat man immer Wasser genügend da. Schau dir mal durch kiesfarbene Farbe an. Cool, wie klar das ist. Kostet dann bestimmt im Sommer ab heute. Nächste Station: Bord, Trotti-Vermietung, Alpenspielplatz, Restaurant. Fahrgäste nach Fürst, bitte sitzen bleiben. Next stop, Bord, Scooter Hire, Alpine Playground, Restaurant, Passengers for First, please stay seated. Bord, Borte, Fahrbahn-Chur-Zulin, Aarbeis-Sischen, Aarbeis-Sischen, in allen Sprachen, viele Chinesen hier. Daum 정거장, Bord, Trotti Bike Rental, Alps Nuriter, Restaurant, Pilsit으로 가시는 승객분들은 앉아 계시길 바랍니다. المحطة التالية بيرت تأجير دراجة ساحة جبال الألب المطعم نرجو من ضيوف فيست البقاء جالسين بروكسيما استاسيون بوت الجيلر دي بيسيكلتاس تروتي زونا دي جوغوس ألبينا ريستورانتي باساجيروس كون ديستينو فيست لروبوت دي سواسا ان دي شلوكت رونتشيست اخ دس وين بايك ريستورانت هير نو. So, ihr seht's, da sind wir schon ein paar Meter hochgefahren. Man sieht immer mehr von der Bergkette oben. Noch mit Schnee bedeckt. So, jetzt sind wir auf 1564 Meter. Ich habe da noch mal einen Plan. Schaut mal. Wir fahren jetzt praktisch hier hoch. Wir sind jetzt hier und fahren jetzt hier hoch. Boah, geil. Das ist halt für Faule hier. Ne? Wir haben aber jetzt zu viel Zeit. Nee, du kannst jetzt wieder aus mir wandern.
Du brauchst ja zu lange. Kannst du schon, ja, aber du brauchst den ganzen Tag. Ja. Also wir nehmen lieber die bequeme Art und fahren hier mit der Bahn hoch. Wenn wir hinten sehen, der Schlucht, wo das Wasser hoch runterkommt. Dort oben ist auch ein Wasserfall. Cool, ne? Mhm. Irgendwo ist eine Almkühe. Oh. Ach ja, dann hörst du die Almkühe klimpern. Wo kommt denn das her? Na gut, dann hast du hier die Piste, guck, dann fährst du hier den Weg runter. Da kannst du ja gar nicht auszahlen hier, wenn du auf den Kusch fällst. Der runter zu mit irgendwas runterrammeln hier. Na sicher. Okay, da drüben sieht man den Gletscher. Geiler Wasserfall, hast du den aufgepappt? Ja. Nee, ne? Ja, klar. Oh, hier wieder Kühe. Und hier auch. Ihr hört's. Hier Kühe. Die gute alte Milch. Warum haben wir ein kleines Murmeltier sehen hier unten? So, das ist schon, wie das schon unten, toll, wie tief das schon ist. Ich denke mal, das ist gleich oben, ne? Ne, wir haben noch eine Station, dann kommt noch eine. Ach so. Ja, dort drüben weiter, siehst du da. Hier. Guck mal, wie glatt die Wände hier sind. Mhm. Und dann rutscht das Geröll ab, wenn es auch stark regnet. Dann kann es passieren, dass du hier das Geröll abrutscht. Man merkt richtig den Druck auf die Ohren hier. Man muss immer Druckausgleich machen. Alle paar Meter. Das ist schon ungeheuer, der Anstieg hier. Wie gesagt, wenn wir ganz oben sind, sind wir auf 2168 Meter. Ne? Also über 2000 Meter hoch. Und hier seht ihr halt dann die Rollerpiste hier hin. Hier ist auch ein schöner Gebirgsbach. Schön. Guck mal hier, wieso? Ach guck, wir fahren sie praktisch ums Eck rum und dann fahren bis dann auf.
Schaut euch das mal an hier. Je nach Schneeschmelze und Regen dementsprechend unterschiedliche Mengen, die hier ins Tal hinabstürzen. Hier rüber? Ja. Ja. So, jetzt sind wir wieder an der Station auf 1955 Meter. So, da haben wir die Möglichkeit wieder auszusteigen und wieder einzusteigen. Das ist nicht viel. Das wird von da oben hier runter. Ach so. Von hier wirst du dann gebremst, gell? Aha. Das sind bloß die paar Meter. Das lohnt sich ja nicht. Ich dachte, das ist länger. Guck, hier hast du nochmal viel Schnee. Das ist die Südseite und das ist die Nordseite. Mist. Am Nordhang hast du immer mehr Schnee wie an der Südseite, wo voll die Sonne dann scheint. Station First. Endstation Cliffwalk. Firstflieger. Shop. Restaurant. Sonnenterrasse. Bachalpsee. Murmeltierweg. Bitte alle Gäste aussteigen. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen genussvollen Tag. Next stop. First. Final Station. Cliffwalk. Firstflieger. Shop. Restaurant. Sun Terrace. Bachalpsee Lake. Mama Trail. All passengers, please exit here. Thank you for your visit. Have a great day. 下一站菲斯特，终点站笑。So gehört's, wir sind jetzt gleich am Ziel. 2168 Meter. 阳光露台。Gleich sind wir oben. 土拨鼠小径，请所有乘客下车。感谢您的来访，并祝您度过愉快的一天。다음정거장히드스트종착역클리프워크피드스트 플라이어, 매장, 레스토랑, 햇볕 테라스, 아흐 알프제, 마모트 거리 승객 여러분 모두 내려주시길 바랍니다. 방문해 주셔서 감사드리며 즐거운 하루 되시기를 바랍니다. Jetzt fließt immer Wasser hier, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, Schnee schmelzt, wenn immer noch die... Ich glaube, es ist dann im Hochsommer bringt weniger, aber es läuft immer Wasser. Und hier war vor kurzem auch noch Schnee hier. طريق المرموق نرجو من جميع الضيوف النزول نشكركم على زيارتكم ونتمنى لكم يوما ممتعا Próxima estación Fierce Final de trayecto Cliff Walk Fierce Fire Tienda Restaurante Solarium Lago de Bachalp Ruta de la Marmota Señores pasajeros
Ya pueden bajar. Les agradecemos su visita y les deseamos que disfruten del día. So, jetzt seht's, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Und jetzt werden wir uns hier oben ein wenig frei bewegen und mal schauen, was es alles so gibt. Bis später. Und ihr seht 2168 Meter. Leute, jetzt geht's los. Hier mit dem Ticket. Rauf und runter, 68 Schweizer Franken und jetzt geht's runter. Oh. Ach ja, das ist Flying Dingsbums hier. So steht's an. Ah. Hier kann man mit den fliegenden Dingen unterhandeln. Wo sind sie da? Ah ja, guck, halt's auf, guck. Das ist wirklich nicht viel, ne? Ein nicht lang. So, jetzt fahren wir wieder runter, ihr seht. Es dauert jetzt 20 Minuten, ca. 25. Ja. Mal gucken, die werden dann gleich wieder hochgezogen. Ja. Schöner Ausflug hier oben. Wir waren bis zum See hintergelaufen. Haben ein paar schöne Drohnenaufnahmen auch gemacht. Die werde ich euch alle nicht vorenthalten. Okay, gut. Da werden die Dinger wieder hochgezogen, hast du gesehen? Schau dir mal das geile Panorama an. Ja. Also geht's rauf und runter, guck. Hier ist reger Betrieb. Heute früh war es wirklich sehr wenig. Also wenn ihr hierher geht, geht früh hin. Da war es ruhig und entspannt und jetzt ist hier alles voll und Gedümme und Massentourismus leider. Also so unten kannst du mir die Drehräder dann gleich runterfahren. Müsst aber auch aufpassen, wenn du was abkommst, nicht loslegen. Jetzt geht's weiter. So, hier ist so eine Karre. Und dann gibst du die Einweisung, wie das fahren muss. Dann kannst du hier den Teil runterfahren. Oh, hier. Die ganzen Täler, die Almwiesen. Ah ja, genau, das Ding hängt dran und dann nimmt es der Roboter weg.
gelöst, ne? Stell dir mal vor, so ein Ding fliegt runter, das ist Schrott. Stell dir mal vor, so ein Ding fliegt runter, das wäre Schrott. Ja. Oh, hier ist es eng, zu sechst. Hast du gesehen? In der Hütte drin. Stell dir mal vor, das sind 30 Grad draußen. Oh. Mit wirklich kein Homschen. Nee, danke. Lecker. So, hier ist der Wasserfall. Lehne, Wasserfall. So, jetzt fahren wir wieder runter. War ein sehr schöner Ausflug. Also, der nächste kommt jetzt. Der nächste kommt jetzt und der hier, wie gesagt, kann man schon machen. Fürs Geld. Ist zwar nicht gerade billig, aber meine Güte. Bei den Strompreisen heutzutage, da müssen sie ja irgendwie überleben. Ich will nicht wissen, was hier hinausgeblasen wird. Hoffentlich kommen wir einen unter, nicht, dass wir stecken bleiben, ne? Wenn wir hier oben übernachten müssen. Laufen die Fußgänger auch auf dem Weg mit runter. Ja, ja, hast du gehört? Mhm. Ach, guck mal, ein Fahrrad darfst du auch mit aufnehmen. Die steckst du außen ran. Gut? Ja. Krass. Und hier die Kühe wieder.
Mal gucken, bis hierher kannst du fahren. Ich sag gar nichts mehr an jetzt. Nee, ne? Ruhe. Oh. Ah, sogar. Ja, ach so. Ja, stimmt. Ach so, ja, und hier die Gründe auch. Gasrollator auf. Deswegen haben die Strom. So, jetzt haben wir unten guckt. Herr Robert, da hängt das Ding jetzt so genau da drüben nach. Guck mal. Guck mal, die gucken.